Heute Morgen bin ich top motiviert in die Bahn eingestiegen und wollte zur Fuldaquelle fahren. Leider war es die falsche Bahn. Und aus diesem Grund wäre das ziemlich knapp geworden, ob ich da noch die Strecke von der Quelle nach Fulda geschafft hätte. Und deswegen habe ich mich entschieden, als die Haltestelle Altmorschen angesagt wurde, mache ich steige aus. Deswegen bin ich diesen letzten Abschnitt zuallererst gefahren. Zuerst muss ich da jetzt über diese Brücke rüber auf der Hauptverkehrsstraße auf die andere Seite nach Neumorschen. Da ist gerade ein Flixtrain über die beeindruckende ICE-Brücke gefahren. Diese Brücke ist ja, vielleicht 20 mal so breit wie die Fulda. Beim Bau der ICE-Trasse wurde hier ein Flurbereinigungsverfahren benutzt. Das heißt nicht, dass die hier alle staubsaugen mussten in ihren Hausfluren, sondern das heißt, dass Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz geschaffen wurden und dass alle Flurstücke, also die ganzen Felder hier, neu sortiert wurden. Hallo, Ibens, ein Förd für unsere jugendlichen Zuschauer. Das Tal wird an dieser Stelle enger. Und wenn man hier dem linken Ufer bleiben würde, dann müsste man ein paar Steigungen überwinden. Aber es gibt auch eine Alternative und für die hat man sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ich habe schon viele, viele Flussfähren gesehen, aber diese Radlerseilbahn hier, die ist nochmal was ganz Besonderes. Hier steige ich in so einen Gitterkasten und kurble mich selbst über den Fluss. Ich hoffe, das Seil reißt nicht. Es ist ziemlich schaukelig, aber sieht ja stabil aus. Scheint regelmäßig auch gewartet zu werden. Hier ist alles geschmiert und funktioniert hervorragend. Boah, jetzt habe ich aber Muskelkater im Arm. Aber naja, beim Fahrradfahren werden ja sonst nur die Beine gefordert. Geschafft. Wenn ich das richtig identifiziere, dann sind das da hinten Eiderenten. Das habe ich zumindest aus dieser Hinweistafel geschlussfolgert. Den Tauchenten, die eigentlich am Meer leben. Hier befindet sich Malsfeld. Da gibt es ein Korbmachermuseum und ein Brauereimuseum. Also die können offenbar Körbe und Bier. Korb und Bier, das lobe ich mir. Vielleicht wird das Bier ja in Körben ausgeschenkt. Thank you.
Das pfiffige Bächlein, das da hinten irgendwo zur Fulda fließt, hat dem Werk da hinten auf den Pfiefewiesen seinen Namen gegeben. Also ein industrieller Bach. Jetzt bin ich in Melsungen angekommen. In Melsungen begrüßt mich mit einer Kneippanlage. Kneipp in matschigen Blättern. Wollte ich schon immer mal probieren. Melsungen, die Fachwerkstatt, in der Rentnerinnen auf dem Marktplatz diskutieren, so laut, dass es alle hören. Ich erzähle doch auch nicht, dass ihr Mann im Gefängnis war. Also, Unterhaltungsprogramm ist vorhanden. Im Mittelalter war Melsungen von Wald umgeben. Typisches Berufsbild deswegen der Holzfäller oder auch Bartenwetzer. Die haben jeden Morgen auf dieser Bartenwetzerbrücke ihre Äxte geschliffen, was man heute noch sehen soll. Vielleicht ist das hier damit gemeint. Und diese Beschilderung hier ist auch überhaupt nicht widersprüchlich. Hier sehen Sie etwas ganz Seltenes an der Fulda, eine Radroute auf einer Straße. Ich kenne keinen Fluss, der so viele asphaltierte Radwege hat. Das Besondere am Fuldatal ist, es ist sehr lang. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sich dann auch noch direkt das ähnliche Wesertal anschließt. Andere Flusstäler mögen spektakulärer oder höher sein, aber dafür heißt es da spätestens am übernächsten Tag, alles wieder flach. Nicht so an den Flussschleifen der Fulda. Die Schleifen da sind wunderschön, aber manchmal auch irritierend, wenn man manchmal denkt, jetzt geht's ja zurück in die Richtung, aus der ich gerade gekommen bin. Das kann ja nicht sein. Kann es doch. Besonders extrem ist das in den Dörfern Grebenau und Bücherwerra, wo sich die Fulda mit fast 180 Grad um beide Dörfer jeweils herumwindet. Oh, hier ist wohl kürzlich eine Brücke zusammengebrochen. In der Karte ist sie noch als intakt eingezeichnet. Früher gab es in Bücherwerra eine Kilianskapelle. Die Steine der alten Kapelle sind hier so ringsherum als Terrassen. Und natürlich, wir sind in Bücherwerra, heißt, da drin ist auch ein Buch. Diese besinnliche Kirchenmusik. Das ist Guxhagen. Und das Gelände bei der Kirche da sieht schön aus, hat eine düstere Geschichte, war erst ein Kloster, dann eine Umerziehungsanstalt für Bettler, Landstreicher, dann ein Konzentrationslager, dann eine Mädchenerziehungsanstalt und dann eine Gedenkstätte. Wofür willst du hier gewesen sein? Mein Gott, Guxhagen stellt aber auch schwierige Fragen. Wer hier in der Erde buddelt, der sieht rot. Da hinten kommt die Eder und da, wo die zwei Baumreihen aufeinandertreffen, fließt sie in die Fulda rein. Eigentlich müsste die Eder der Hauptfluss sein, denn sie ist länger und breiter. Aber als die Menschen die Flüsse benannt haben, haben sie das eben noch nicht so genau genommen. Es riecht intensiv nach frischem Holz. Riecht angenehmer als manch anderes, was man so auf Feldern und Dörfern riecht. Jetzt bin ich in der Nähe von Fuldabrück. Gut, Brücken hat die Fulda fast überall. Das ist jetzt erstmal nichts Besonderes.
Da drüben waren früher Sandsteinklippen. Der Sandstein wurde abgebaut und auf Lastkähnen nach Kassel abtransportiert. Und jetzt ist kaum noch welcher übrig. Diese Flussfahrt auf der Fulda hat Ludwig Grimm, der Bruder der Märchensammler, erlebt und gemalt. War wohl sehr lustig. Eine Radtour an der Fulda hat er allerdings nicht gemalt. Ich wechsle hier echt andauernd das Ufer. Ist immer nur an einem Ufer Platz für den Weg. Und am anderen Ufer kommt man nicht weiter. Überall Brücken. Große Brücken, kleine Brücken, überdachte Brücken, offene Brücken, Fahrradbrücken, Eisenbahnbrücken, Autobrücken. Brücken, die von furchteinflößenden Drachen bewacht werden. Und Teddys. Sie sind verborgen, aber man sieht sie, die subtilen Anzeichen, dass wir uns der Großstadt nähern. Jetzt hat sich das Tal verbreitert, um einer Großstadt Platz zu machen. Aber erst einmal fahren wir noch durch ein paar Seen und Fuldaauen. Das ist der Bugasee. Hier gleich hinterm Schloss Orangerie kann man zum Bergpark Wilhelmshöhe abbiegen. Das sind 21 Kilometer Umweg. Ich mache ich vielleicht lieber ein andermal. Hier habe ich direkt neben dem Auerbad von Kassel im leckeren Pfannkuchenhaus gegessen, das sich am Ausgang von den Gästen mit dem optimistischen Gruß bis morgen verabschiedet. Die haben sogar die Geschichte vom dicken, fetten Pfannkuchen extra auf Kassel umgeschrieben für ihre Speisekarte. Der Pfannkuchen entwischt aus der Pfanne und dann rollt er zum Herkules. Bleib stehen, sagt der Schlossgärtner, damit ich mir ein Stück essen kann. Der Pfannkuchen so, nö. Dann rollt er zu den Fuldaauen. Bleib stehen, sagt der Schwan, damit ich mir ein Stück herauspicken kann. Und der Pfannkuchen so, nö. Und dann geht er zu drei Waisenkindern und die sagen, bitte gib uns was zu essen. Und der so, kommt, da ist das Pfannkuchenrestaurant. Ihr habt zwar kein Geld, aber auch als Märchenfigur muss ich mein Geld verdienen und deswegen mache ich hier Werbung. In Kassel war ich vor einiger Zeit mal und habe mir das kulturelle Angebot der Stadt angeschaut. Mit anderen Worten, ich habe dem Klavierspieler am Bahnhof zugehört. Und bin in einer Bank eingebrochen, habe den Zahlencode mit anderen Menschen geknackt und minus 25 Euro erbeutet. Also mit anderen Worten, ich war in einem Escape Room. Obwohl beide Erlebnisse sicher sehr schön waren, ist die Stadt Kassel ansonsten im Vergleich zu den anderen Städten an der Fulda hässlich. Ja, ich kann es nicht schöner sagen. Selbst der zentrale Königsplatz sieht so aus wie in anderen Städten die Stelle, wo man sich denkt, okay, hier ist das schöne Stadtzentrum allmählich vorbei. Immerhin, der Weg an der Fulda in Kassel ist eigentlich sehr schön. Wenn man es schafft, den ganzen Fußgängern auszuweichen. Denn wenn nicht, dann hinterlassen die immer so unschöne Flecken. Die kleine Fulda war mal ein Teil von der großen Fulda, aber Landschaftsgrafen und die Bundesgartenschau haben sie so weit umgestaltet, dass da jetzt nur noch das Wasser vom Nebenflüsschen Drusel drin fließt. Dieser letzte Abschnitt ist besonders toll. Vor der Straße ist man geschützt durch ein paar Büsche und der Weg verläuft durchgehend asphaltiert am linken Ufer. Man muss nicht ständig rüberwechseln. Und ich kenne kein anderes Tal in Deutschland, das einfach nur so Tal ist.
und nicht vollgestopft mit irgendwelchen Ortschaften und allem Möglichen. Zwischen den ganzen Dörfern, die zur Gemeinde Fuldatal gehören, steht hier eine ziemlich skurrile Raststätte, die zum Radweg Deutscher Einheit von Berlin nach Bonn gehört. Mit Touchscreen, der nicht funktioniert. Auf dem Banner steht: keine Kurve Kassel, keine Güterzugstrecke durch Fuldatal. Denn im Vergleich zum Rheintal mit seinen ganzen Zügen ist es hier wirklich noch sehr leise. Seit wir Kassel verlassen haben, verläuft die Grenze nach Niedersachsen übrigens auf der Fulda und jetzt gerade eben noch ein Stückchen auf der Straße, warum auch immer. Und jetzt macht sie sich aber endgültig über die Berge vom Acker und wir sind komplett von Niedersachsen umgeben. Und nun bin ich am Ziel in Hanmünden, der möglicherweise bezauberndsten Fachwerkstatt, nicht nur in Südniedersachsen, sondern vielleicht sogar im restlichen Universum jenseits von Südniedersachsen. Hier endet die Fulda, wie sie begann, mit einem Gedicht. Wo Werra sich und Fulda küssen, sie ihren Namen büßen müssen. Und hier entsteht durch diesen Kuss Deutsch bis zum Meer, der Weserfluss. Und ich sag Tschüss. Der bulgarische Künstler Netko Solakov hat hier noch einen anderen Weserstein neben dem klassischen Weserstein aufgestellt, der die Persönlichkeit der Fulda auf nicht ganz ernst gemeinte Weise beleuchtet. Diese Hinweistafel klärt uns, dass die Fulda enttäuscht ist, weil kein einziger ihrer Buchstaben in die Weser mit eingeflossen ist. Denn aus der Werra wurde die Weser und das einzige, was neu dazu kam, war das S, das immerhin an die Kurven der Fulda erinnern soll. Und als Akt der Vergeltung entschloss sich die Fulda, Waren zu schmuggeln. Denn von den Steuereinnahmen wären eh nur schicke Häuser an der Werra gebaut worden.